Claire Waldoff hat ganz viele Lieder gesungen, deren Titel Vornamen von Männern waren. Jetzt kommen so ein paar, also es gibt noch Guido vom Lido oder Hermann Hester, jetzt kommt Wladimir. Mein erster, der hieß Franz, mein zweiter, der hieß Hans, der dritte, der hieß Friedrich, die anderen weiß ich nicht. Den neuesten hab ich schon, der ist ne Sensation, der spricht schon von Hochzeitsnacht, da hab ich mir gedacht. Warum liebt der Wladimir gerade mir und nicht dir? Weil es ihm so neu ist, dit ihm eh ne treu ist. Darum liebt der Wladimir gerade mir und nicht dir, weil ihn augenblicklich keine macht so glücklich. Schenkt auch mitunter Schokolade dir. Und doch, ihr hört der Wladimir mir. Warum liebt der Wladimir gerade mir und nicht dir? Weil er Häuser bauen kann auf mir. Ja, liebe Freundin Lou, was sagst denn du dazu? Der Junge ist total verrückt, sobald er mir erblickt. Und spielt auch bei dir mit Unterkavalier. Doch schon im nächsten Augenblick kommt er zu mir zurück. Warum liebt der Wladimir gerade mir und nicht dir? Weil ich aus Berlin bin und der Typ für ihn bin. Darum liebt der Wladimir gerade mir und nicht dir, weil er wohl begründet auch nisch besseres findet. Greift auch mitunter an die Wade dir. Und doch, ihr hört der Wladimir mir. Warum liebt der Wladimir gerade mir und nicht dir, weil er Häuser bauen kann auf mir? Jetzt noch mal Ferdinand. Mit Ferdinand hab ich seit ersten Zoff. Nur hat die ganze Straße plötzlich Stoff. In Hof und auf der Treppe, da schütteln sie die Kappe. Denn ich sowohl wie Ferdinand sind wie ein bunter Hund bekannt. Von Keller bis zum fünften Stock. Da schimpft der ganze Neubaublock. Hättest du dit von Ferdinand gedacht? Dit so ein kleiner Dicker sich so dünne macht. Ferdinand ist ganz verschollen, da kann man ja nicht wollen. In der Zeitung und in Funk gibt es ihn mächtigen Stunk. Ferdinand, das gute Stück, Ferdinand, Ferdinand kommt nicht zurück. Wo Ferdinand wohl seit den ersten hockt, ob denn kein Jahr nicht mehr zurück ihn lockt. An Säulen sehen sie'n kleben, komm, alles ist vergeben. Vielleicht hat er sich aufgehängt, vielleicht doch in ne Spree ertränkt. Vielleicht kommt er bald angeschwemmt. Vielleicht doch jedet Luder fremd. Hättest du dit von Ferdinand gedacht? Neulich wacht ich auf so kurz vor Mitternacht. Und das klirrte leistet Fenster, ich denk, ich sehe Spenster, quetsch mal bibbernd an der Wand, plötzlich spür ich eine Hand und das flüstert das Gespenst, tu mal nicht, als ob du pennst. Und nun kommt der Bengel pünktlich jede Nacht, hättst du dit von Ferdinand gedacht. Das folgende Lied hat sie selbst, Claire Waldoff, komponiert. Sonst haben das meistens andere immer gemacht. Die Menschen heutzutage sind alle so nervös. Über jede kleine Kleinigkeit, da wären sie giftig bös. Schimpft einer auf den anderen, denn trag ich voll Humor.
damit er nicht mehr schimpfen soll, mein kleines Liedchen vor. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich wat schämen. Der sollte mal wat anderes nehmen als ausgerechnet Lehm. Ne junge Frau, die stößt sich an einem spitzen Stein. Der Bräutigam sagt liebevoll, mein armes Engelein. Sind die 10 Jahr verheiratet, denn sagt er prompt zu ihr: Na heb doch deine Beine auf, du olle Trampeltier. Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich wat schämen. Der sollte mal wat anderes nehmen als ausgerechnet Lehm. Die Berliner sind sehr höflich, ein Herr trat neulich mal einer Dame auf die Schleppe, im Foyer war'n Mordsskandal. Können Sie nicht sehen, Sie Ochse? Ja, sagt der Herr, ich kann's. Aber warum haben Sie, olle Kuh, so einen langen Schwanz? Wer schmeißt denn da mit Lehm? Der sollte sich wat schämen. Der sollte mal wat anderes nehmen als ausgerechnet Lehm.